kiss Fergan, no need someone to lean on. Blow a kiss Fergan, no need someone to lean on. Blow a kiss Fergan, no need someone to lean on. Blow a kiss Fergan. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen. Wahrscheinlich wisst ihr schon, was jetzt auf euch zukommt. Und zwar endlich mein Bücherregal-Video. Heute gibt es den ersten Teil, und zwar mein schwarzes Bücherregal. Das ist nämlich nur mein Taschenbücher- und broschierte Ausgabenregal. Und ja, deswegen werdet ihr mich heute mal nicht zu Gesicht bekommen, sondern nur meine Bücher. Und ich entschuldige mich, wenn es ab und zu wackelt. Ich habe zwar ein Stativ, aber das steht wo drauf, damit man auch oben alle Bücher im ersten Regalbrett erkennen kann. Fangen wir auch gleich an. Erstmal die ganze Deko hier beiseite räumen. Fangen wir mit dem ersten Buch an. Das ist Lycidas von Christoph Marzi. Ich halte das jetzt mal hier hin. Ich habe das noch in der alten Ausgabe. Die neuen sind zwar auch sehr schön. Also nee, die neuen sind schöner definitiv als die. Aber die habe ich halt mal ganz günstig als Mängelexemplar im Real erhalten. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja. Dazu kann ich euch nichts sagen. Das Buch habe ich schon gelesen. Nur nicht gelesen. Weil alle Bücher, die einen roten Punkt haben, sind ungelesen Bücher bei mir. Damit ihr da Bescheid wisst. Das nächste Buch ist dann Schattenblüte, die Verborgenen. Der erste Band der Schattenblüten-Trilogie. Der hat mir noch ziemlich, ziemlich gut gefallen. Und der zweite war dann die Schattenblüte, die Wächter. Und da ist das Nervige, dass das erste Buch eine andere Aufmachung hat. Nicht Aufmachung, sondern ja doch, also das ist in so einem wie broschiert der erste Teil und das ist einfach nur als Taschenbuch. Ja, der hat mir dann so lala gefallen und der dritte ist dann auch nur noch ein Taschenbuch. Der hat mir dann, Schattenblüte, die erwählten, der war dann auch nicht mehr so. Also irgendwie hat mir nur der erste so richtig gut gefallen. Diese Bücher würde ich übrigens tauschen. Also wenn ihr Interesse an der Trilogie habt, könnt ihr mir mal eine Nachricht schreiben. Und ja, das nächste Buch ist dann eine Biografie, und zwar Splitterwaser nackt von Lilly Lindner. Das Buch habe ich gelesen und es wird in den nächsten Tagen endlich mal die Rezension dazu online kommen. Die ist dann auch unten verlinkt, weil wenn dieses Video online kommt, ist die schon online. Ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dann habe ich mir auch gleich einen zweiten Teil geholt. Winterwasser tief. Ja, habe ich noch nicht gelesen, deswegen kann ich dazu nichts sagen. So, ich bin jetzt schon außer Atem. Dann kommen wir zu Schnee wie Asche von Sarah Raj. Das habe ich mir damals geholt in dem Book Circle und dieses Buch hat mir richtig gut gefallen. Das hat mich richtig begeistert, hätte ich nicht gedacht. Und ich freue mich schon auf den zweiten Teil, aber der englische, also im Englischen kommt das Buch ja erstmal im Oktober raus, deswegen wird es im Deutschen wahrscheinlich noch dauern. Dann habe ich hier nur noch den ersten Teil der Shadow Falls Camp, Geborene Mitternacht, von Cici Hunter. Ich habe das als broschierte Ausgabe, als kein Taschenbuch. Falls ihr Interesse an dem Buch habt, sagt mir mal Bescheid, weil ich habe vom zweiten bis zum fünften Teil habe ich die Bücher schon verkauft, nur noch den ersten habe ich im Regal und ja, ist keine Leserin drin und sieht noch eigentlich aus wie neu. Hatte ich mir damals bei Tauschticket geholt, glaube ich. Da ist es übrigens auch drin, mein Tauschticket, falls ihr da Interesse habt. Dann habe ich hier von Erin Morgenstern, Morgenstern, wie auch immer, der Nachtzirkus. Habe ich auch noch nicht gelesen. Hatte ich auch mal billig, günstig beim Thalia erworben, glaube ich. So, dann habe ich hier, wie Tyler Wilkin mein Leben auf den Kopf stellt und was ich dagegen tun werde. Von Shelley Summers war schon mal, wie man hier an dem Ding sieht, auf meinem Want to Read, habe ich aber nicht gelesen. Wird aber demnächst drankommen, solange es definitiv noch warm ist. So, dann kommt noch ein Buch, was ich noch nicht gelesen habe, und zwar Ich darf nicht schlafen von C.J. Watson. Ja, bin ich auch sehr gespannt drauf. Habe ich auch alle günstig bei Tanja Eckert. Dann ist hier Der dunkle Weg von Susanne Goga. Ein historischer Roman, würde ich ja doch, ist so angegeben schon einer, aber er hat mir richtig, richtig gut gefallen. Es geht nämlich nicht so viel um die damalige Zeit, sondern mehr um Kunst und das Leben und die Liebe und das hat mir richtig gut gefallen. Gibt es eine Rezension auf meinem Kanal? Ich muss mal kurz auf die andere Seite wechseln. Dann kommen wir zu Die Auserwählten im Labyrinth.
Das Buch habe ich auch noch nicht gelesen, will ich aber demnächst auch unbedingt mal machen. Falls ihr jetzt Bücher auf meinem Sub seht, die ich noch nicht gelesen habe und die ich unbedingt lesen muss, schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Dann mein absolutes Lieblingsbuch, und zwar Alle meine Wünsche von Georgia Delacour. Ich liebe dieses Buch und kann es euch allen wirklich wärmstens empfehlen. Sage ich ja immer wieder. Dann haben wir hier Kerstin Gier, die Müttermafia. Dazu gibt es auch eine Rezension auf meinem Kanal. Hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und dann gibt es hier noch Kerstin Gier, auf der anderen Seite ist das Gras wie Grüne. Dazu gibt es eine schriftliche Rezension auf meinem Blog, die verlinke ich euch. Falls ihr Rezensionen haben wollt zu irgendwelchen Büchern, schreibt mir das in die Kommentare, weil ich rezensiere nicht jedes Buch, das ich gelesen habe, sondern schreibe zu jedem Buch eine Rezension und mache wirklich nur zu den Büchern, die ich euch richtig, richtig empfehlen kann, eine Rezension. Oder halt zu Rezensionsexemplaren. Deswegen, falls ihr eine sehen wollt, sagt mir Bescheid und dann werde ich das natürlich machen. So, kommen wir zum nächsten Regal. So, kommen wir zum nächsten Regalbrett. Ich habe meine Bücher ausschließlich eigentlich nach Verlag sortiert, weil mir das halt am besten gefällt. Und halt nach Taschenbuch und Hardcover. Ich habe in diesem Buch gar kein Hardcover, weil mir das halt nicht gefällt, wenn Hardcover neben Taschenbuch steht. Und ein bisschen nach Genre. Oben hatte ich jetzt so ein bisschen Fantasy mit, okay, da war auch ein Thriller dabei, aber ich sortiere halt nach Verlagen. Eigentlich nur Fantasy und ein paar Liebesgeschichten und einen Thriller oben in dem Regal. Und hier habe ich jetzt eigentlich nur Liebesgeschichten, ja. Und eine Weihnachtsgeschichte. Hier ist mein Subglas, das stelle ich mal runter. Dann hier Deko. Fangen wir an mit dem ersten Buch. Ist Weil ich Schlaken liebe. Dazu gibt es auch eine schriftliche Rezi auf meinem Blog. Dieses Buch hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich lese gerade momentan Hope Forever von ihr und finde, bis jetzt kommt Hope Forever noch nicht an Weil ich Schlaken liebe ran. Und hier möchte ich die Reihe auch unbedingt mal fortsetzen, sobald ich mir mal wieder Bücher kaufen darf. Dann haben wir hier Vom anderen Ende der Welt. Das steht ja diesen Monat auf meinem Want to Read. Ich halte mal ein bisschen näher. Ist jetzt halt doof wegen dem Stativ, ich kann gerade nicht näher ran. Ja, habe ich noch nicht gelesen. So. Dann kommen wir zu einer Dilogie, und zwar Kirschroter Sommer ist der erste Band. Die möchte ich auch loswerden, obwohl ich glaube, dass jeder von euch die schon gelesen hat. Aber falls ihr Interesse habt, wie gesagt, ihr könnt schreiben. Könnt ihr mir schreiben. Und dann der zweite Teil, Türkis, grüner Winter. Ups. Der erste hat mir noch relativ gut gefallen, der zweite war dann so, naja, hat sich einfach nur noch gezogen. Und ja. Dann habe ich hier noch aus dem Rororo Verlag, also aus dem Rowold Verlag, Wunder einer Winternacht von Marco Leino. Ein sehr schönes Buch, das gefällt mir sehr gut. Ja, das steht eigentlich nur hier, weil, wie gesagt, Verlag bei Verlag. So, dann haben wir hier Amy und das Summer Road von Morgan Madsen. Hat mir damals sehr gut gefallen. Habe ich vor so ungefähr 2 Jahren, habe ich vor 2 Jahren im Sommer gelesen. Und ja, hat mir gut gefallen. So, dann steht ja diesen Monat auf meinem Want to Read. Vergiss den Sommer nicht von Morgan Madsen. Ich weiß, das Licht ist nicht so gut, aber wenn ich meine Gardine vormache, dann blendet das irgendwie. Und deswegen müsst ihr mit diesem Licht leider vorlieb nehmen. Dann haben wir hier Der Joker von Markus Zusak. Ist ja mit eins meiner liebsten Bücher. Ich fand das ja richtig toll. Und kann euch das nur empfehlen. Ebenso die Bücherlieben, habe ich ja letzten Monat gelesen, kam aber nicht so ran wie der Joker. Der Joker fand ich besser als die Bücherlieben. Dann kommen wir zu meiner absoluten, absoluten Lieblingsschriftstellerin, und zwar Patricia Spichalski. Haben wir hier einmal Ich würde dich so gerne küssen von Patricia Spichalski, schon gesagt. Patricia heißt sie ja. Ist der erste Teil. Der eine Kuss von dir ist der zweite Teil. Also die gehören zusammen. Und dann haben wir hier ein Einzelband von ihr. Und zwar Fern wie Sommerwind. Habe ich auch vor kurzem erst gelesen. Gibt es zu allen eine schriftliche Rezi. Und dann haben wir hier noch... Ups. Haben wir hier noch Auf eine wie dich, habe ich lange gewartet. Das hat mir bis jetzt am besten von ihr gefallen.
gibt es eine schriftliche sowie eine Videorezension. Ja, und dann steht hier nochmal ein E-Reader. Naja, er ist ein E-Reader, aber halt kein teurer, war von Otis und hat, keine Ahnung, 60€ oder so gekostet. Also schon teuer, aber halt kein Kindle oder so, weil ich kam mit E-Books nicht so klar. Und dann liegen hier noch ein paar Post-its und meine Sublösungsbücher. Ja, dann stellen wir das mal wieder hoch und wir kommen zum nächsten Regalbrett. So, nach den Liebesromanen kommen wir jetzt zu den Thrillern und Liebesromanen. Zwei Stück stehen hier dabei. Gucken, ich habe so einen Glückskleeblatt mal von meiner Mutter bekommen. Ich finde das so cool. Okay, es sollte ich kurz noch zeigen. Fangen wir mit dem ersten. Und zwar ist das Bootshaus von Patrick McGinley. Wartet, ich gehe noch ein Stück zurück, damit ihr das besser seht, die Cover. Ist das Bootshaus von Patrick McGinley aus dem Script 5 Verlag. Und dieses Buch möchte ich auch loswerden. Ist so eine broschierte Klappbroschüre, ja, so. Ist eigentlich schon noch im Top-Zustand. Habe ich auch mal von Tauschticket gekriegt, ja. Wer daran Interesse hat, kann sich ja auch mal melden. Hat mir so lala gefallen. Dann habe ich hier... ich muss ein Buch draußen lassen, sonst wird es hier nichts. Dann habe ich hier Saeculum von Ursula Poznanski. Eins meiner Lieblingsbücher. Möchte ich nächsten Monat mal im Reread-Monat auch lesen. Und ich habe noch das mit dem schwarzen Buchschnitt. Leider sieht er nicht mehr so neu aus. Und auch das Buch hat sehr viele Leserillen. Aber es ist schon ewig her, als ich das gelesen habe. Dann haben wir hier Erebos von Ursula Poznanski. Leider in der... neuen Ausgabe, keine Ahnung, das ist das kleine Taschenbuch. Und das stört mich ein wenig, weil das nicht mit dem großen Video passiert. Hat mir auch gut gefallen, aber nicht so gut wie Saeculum. Und dann haben wir hier ein Buch, was mir richtig gut gefällt. Und zwar Der Fluch von Hollow Pike von James Dawson. Das ist auch einer meiner Lieblingsbücher, kann man sagen. Das hat mir richtig gut gefallen. Auch wenn es so ein einfaches Zwischendurchbuch ist, hat mich sehr begeistert. Hat mir richtig gut gefallen. Es ist einfach so heiß, Leute. Wir haben 40 Grad und ich drehe Videos. Ich sterbe gerade. Dann haben wir hier eine Liebesgeschichte, wenn auch nur für einen Tag, aber das steht halt hier unten, weil, ja, Löwe Verlag, ne? Von Annette Moser. Dann haben wir noch ein Buch von Annette Moser, das habe ich noch nicht gelesen, das heißt Mein Leben für dich. Dann haben wir hier Der Kindersammler von Sabine Thiesler, habe ich ja gelesen, gibt es eine schriftliche Rezi, hat mir nicht so gut gefallen. Ich erwähne das immer, dass es schriftliche Rezis gibt, aber zu jedem gelesenen Buch gibt es eine schriftliche Rezi, soweit ich das sagen kann. Dann haben wir hier Hexenkind von Sabine Thiesler. Alle noch ungelesen. Der Menschenräuber von Sabine Thiesler. Und der die Totengräberin von Sabine Thiesler. So, dann haben wir hier das Spiel von Richard Layman. Hat mir wirklich gut gefallen. Ist mein erstes und einziges Buch von ihm gewesen, aber ich möchte definitiv noch mehr lesen. Dann haben wir hier Verderben von Bentley Little. Das bin ich ja gerade immer noch am Lesen, also immer noch pausiert. Aber will ich diesen Monat auch noch beenden, weil ich es einfach hinter mir haben will. Bis jetzt kann ich es nicht empfehlen. Dann haben wir Sanctus von Simon Toyn. Ja, ungelesen. Dann haben wir hier Stephen King Bad Zone. Das habe ich auch nicht gelesen, das Attentat, weil, ja, das habe ich mal von meinem Papa bekommen. Also, das bekommen ist ja eine uralte Ausgabe, aber das hat er im Keller gehabt, das habe ich mitgenommen. Zählt aber nicht auf meinen Sohn. Steht einfach nur hier rum. Dann habe ich hier Das Mädchen von Stephen King. Das hat mir richtig gut damals gefallen. Da war ich auch noch sehr, sehr jung, als ich das gelesen habe, deswegen fand ich das auch nicht so schlimm. Fand ich das damals noch etwas schlimm, aber nicht so schlimm wie. Jetzt, wenn ich drüber nachkomme, aber das ist mir ganz gut, wenn ich drüber nachdenke. Aber es ist mir ganz gut im Gedächtnis geblieben. Dann haben wir hier Der Augensammler von Sebastian Fitzek. So, mal die Kamera drehen, vielleicht, damit ihr das da hinten auch seht. Ja, das ist das letzte Buch aus diesem Regal. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Habe ich ja vor 2 Monaten gelesen. Ich weiß gar nicht mehr. Ja. Und dann kommen wir zum letzten Regalbrett von diesem Bücherregal. So, kommen wir zum letzten Regalbrett. Und zwar sind das alles Bücher halt, die entweder nirgendwo hingepasst haben, meiner Meinung nach, oder, keine Ahnung, die ich halt nicht lesen will, nicht auf meinem Ding stehen oder so. Ja,
Fangen wir an. Das erste ist Miss Emergency, Hilfe, ich bin Arzt. Ich mach mal das Ding ein bisschen runter. Hilfe, ich bin Arzt. Das hat mir damals sehr gut gefallen. Das steht hier, weil eigentlich könnte ich es wieder hochstellen. Ich hatte die ganze Zeit keinen Platz in meinem Liebesroman-Bücherregalbrett. Jetzt habe ich aber wieder Platz, deswegen tue ich es gerade mal nach da oben liegen, damit ich es nicht vergesse. Und dann schieben wir das mal so. So, dann habe ich hier von White Titty das Buch YOLO. Das habe ich mal signiert gewonnen bei Was liest du? Jo, genau, das ist schon bestimmt 2 Jahre her, hat mir aber gut gefallen damals und war witzig. Ja, dann habe ich hier ein Darts-Buch von meinem Freund. Natürlich ungelesen, das möchte ich auch gar nicht lesen. Ach, jetzt kriege ich es nicht mehr rein. Dann habe ich hier Wie Kinder vom Bahnhof Zoo. Das hat mir auch richtig gut gefallen. Habe ich schon 2 oder sogar 3 Jahren gelesen. Ich weiß es gar nicht mehr. Hat mir aber richtig, richtig gut gefallen. Dann ist hier The Boy in the Striped Pyjama. Gott, von John Boyne. Musste ich mal im Englischunterricht lesen und ja, musste ich vorstellen, das Buch, und fand ich ziemlich gut. Dann habe ich hier von Robert Merle, Der Tod ist mein Beruf. Das ist ja der, ich weiß jetzt, will ich nichts Falsches sagen. Das war der, der für Hitler gearbeitet hat. Habe ich auch noch nicht gelesen. Steht aber auch nicht auf meinem Sub, weil es so ein Buch ist, das ich vielleicht irgendwann mal lesen will. Jetzt fange ich die ganze Zeit um. So, dann haben wir hier Ann-Sophie Prass mit Dich schlafen sehen. Habe ich gelesen, fand ich richtig, richtig gut. Stand eigentlich ganz bei meinen Thrillern, aber da ist ja auch kein Platz mehr. Ja. Dann habe ich hier, das habe ich nämlich bei meiner Mama gefunden, Fernufer von Diana Gebellen, weil ich will ja die Reihe von ihr anfangen, aber das ist ja der 3. Teil. Und meine Mama hat immer nur den 3. Teil gelesen, sie wusste gar nicht, dass das eine Reihe ist. Ja, aber ich habe ihn mir mal mitgenommen, damit, wenn ich dann die ersten beiden habe, den lesen kann. Dann habe ich hier Teach Me von R.I. Nelson oder so. Habe ich auch schon gelesen und hat mir auch sehr, sehr gut gefallen damals. Und dann habe ich hier noch das Parfüm, aber das ist nicht mir, das ist meinem Freund. Dementsprechend auch nicht gelesen, habe ich auch nie in der Schule gelesen. Wir haben immer andere Bücher gelesen und ja. Dann sind hier meine ganzen Klebesticker, die ich benutze, um halt die Bücher zu bekleben. Meine Suchbücher. Vorher hatte ich die grauen Sticker, Klebedinger. Jetzt die roten, weil die grauen kleben mir zu arg. Und dann habe ich hier noch eine Maske aus Venedig. Die habe ich mir gekauft, als ich in Venedig war. Da grün meine Lieblingsfarbe ist, habe ich diese genommen. Und die liegt hier unten. Das ist mein letztes Regal. So, jetzt zeige ich euch nochmal mein ganzes Bücherregal. Und zwar sieht das so aus. Da unten ist so noch ein Regalbrett, aber da liegt nur Müll, keine Bücher. Ja. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und demnächst gibt es dann auch mein Hardcover-Regal. Tschüssi!